Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich ziehe mich heute mal ganz chillig an. Es regnet draußen, es ist auch die ganze Woche kalt. Aber ich habe mich trotzdem nicht davon abbringen lassen, mir neue Sachen für den Sommer zu kaufen. Ich freue mich unglaublich auf den Sommer. Ich freue mich eben, habe ich auch schon gesagt, dass ich gerade so ein bisschen meinen Style ändere, obwohl ich jetzt nicht wirklich Gelegenheit habe, das großartig anzuziehen. Aber ich habe große Hoffnungen für den Sommer. Und ich habe wieder heute bei Bull & Bear bestellt und bei Stradivarius. Und ich dachte mir, weil ihr die Vlogs immer mega gerne schaut und ich immer wieder Fragen bekomme, ob ich mal mehr zeigen kann, was ich mir so kaufe oder mehr von meinem Style zeigen kann, dass ich euch heute meinen Einkauf zeige. Ich weiß noch nicht, ob ich alles behalten werde. Grundsätzlich achte ich immer darauf, dass ich nicht unglaublich viel unnötiges Zeug bestelle, sondern wenn ich mir was bestelle, dann überlege ich meistens wirklich 100 Mal, ob ich das wirklich brauche. Ich bin da immer schon so gewesen, also auch wenn ich einkaufen gehe, dann ich gebe selten irgendwas gerne zurück. Kaufe ich lieber weniger, als dass ich viel bestelle und dann ganz viel zurücksenden muss. Aber ich habe die Sachen noch nicht alle probiert, sondern ich dachte mir, ich mache das einfach so erste Reaktion im Video. Und genau, ich hoffe, ihr freut euch und ich würde sagen, wir starten schon mal direkt ins Video. Für alle, die sich an mir orientieren wollen, ich bin ungefähr 1,62 und habe Größe S oder XS meistens. Ich kann das aber alles einblenden. Ich glaube, ich blende einfach auch den Preis und die Größe mit ein, damit ihr euch gut orientieren könnt und genau. Als allererstes, also ich habe auch so ein bisschen Konfi-Sachen gekauft, einfach weil ich mir denken kann, dass ich mehr Gelegenheit habe, daheim zu sein, als irgendwo viel unter Menschen zu sein. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch, das ist jetzt zuerst mache ich den Bull & Bear Einkauf, diese Hose gekauft und normalerweise mag ich das eigentlich gar nicht, wenn so Hosen ein bisschen länger sind, weil ich finde, also ich habe mich da früher irgendwie immer unwohl gefühlt und dachte mir, je kürzer die Hose, desto besser, aber irgendwie finde ich die richtig cute, ich finde die Farbe mega, mega schön. Und die erinnert auch so ein bisschen, also wo ich die gesehen habe, dachte ich mir, die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die von Adorable Caro, also die 99-Kollektion. Und die fand ich mega schön, aber ich dachte mir, ich probiere die mal an, weil ich mir eben so unsicher bin, ob mir das überhaupt gefällt. Und ich finde die richtig, richtig schön. Genau, die hat hier oben eben so einen Bund zum Zuschnüren, was ich richtig praktisch finde. Und hier drunter steht California Tennis. Und solche Hosen finde ich einfach mega chillig, wenn ich draußen mal Sport mache oder wenn ich spazieren gehe oder generell zum einfach drinnen tragen. Deswegen, die finde ich richtig cute und bin schon sehr gespannt, wie ich die dann kombiniere im Sommer. Die habe ich schon anprobiert. Ich zeige sie euch trotzdem nochmal angezogen. Das hier ist die Hose und ich finde die Hose richtig cute. Also genauso habe ich es mir eigentlich auch vorgestellt. Ich finde, die sitzt auch ganz gut und ich finde es mal angenehm, dass die länger ist, dass die wirklich alles bedeckt. Und ich habe sonst immer Hosen gehabt, die bis hierhin gegangen sind. Finde ich auch schön, aber ich fand es irgendwie jetzt mal ganz cool, so was Längeres zu haben. Einfach was man, wo man gut drinnen chillen kann, ohne dass man sich irgendwie Gedanken machen muss, ob irgendwas rauszieht. Genau, also die Hose finde ich richtig schön. Ich finde die Farbe schön. Ich mag die richtig gerne. Die Bull & Bear Bestellung ist auch vor der Stradivarius Bestellung gekommen, deswegen habe ich das Bull & Bear Paket davor schon aufgemacht. Deswegen ist das jetzt ein bisschen zerknittert, aber ich wollte mir schon ganz, ganz lang mal ein Hemd kaufen. Das ist jetzt ein schlichtes weißes Hemd und das wollte ich schon ganz, ganz lange haben. Ich finde das für Fotos mega schön, aber nicht nur für Fotos, sondern auch irgendwie, wenn man so schwimmen geht oder am Strand ist mit einem Bikini und man einfach so ein Hemd drüber anhabt. Das finde ich irgendwie mega cool und ich finde, also ich habe das jetzt auch voll auf Pinterest und so gesehen und das hat irgendwie voll schön ausgesehen, deswegen wollte ich das mal probieren. Ich habe die Bluse aber noch gar nicht angezogen, die ist einfach nur ein bisschen zerknittert, aber ja, bin mal gespannt, ob die nicht vielleicht ein bisschen zu groß ist. Die habe ich in der Größe S gekauft, also eigentlich, ich glaube, die ist halt einfach sehr, sehr groß geschnitten, aber genau. Das ist das Hemd. Es ist schon sehr, sehr lang, also sehr, sehr lang. Aber ich wollte unbedingt mal so ein Hemd haben, weil die kann man ja zum Beispiel auch so zusammenknüpfen, so zum Beispiel, oder halt ein bisschen schöner machen. Und ich finde es irgendwie ganz schön, wenn ich dann auch noch die Ärmel raufkrempel. Und ja, ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ist jetzt halt so ein Kombi-Dial, was man auch jetzt waschen sollte und dann vielleicht ein bisschen glätten, also bügeln sollte. Dann habe ich mir noch eine kurze Hose gekauft und zwar eine ganz normale mit oben so einem Schnürbund. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat mir die aber vom Foto besser gefallen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die mega schön finde.
Aber ja, ich habe die auch noch nicht anprobiert. Ich probiere die mal an und dann sehe ich weiter. Die hat so ein bisschen einen beigen Ton, so ein bisschen beige-braun. Und irgendwie fand ich das ganz cute mit so einem weißen Oberteil und vielleicht das Hemd drüber oder so. Aber mal schauen, wie die aussieht. Irgendwie habe ich mir die ein bisschen anders vorgestellt. Das hier ist die Hose. Die ist jetzt auch ein bisschen zerknittert. Die hat auf jeden Fall Taschen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also das Oberteil passt nicht dazu. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es finden soll. Also das muss ich mir noch überlegen. Ich finde sie bequem und ich finde es auch angenehm, dass man hier zuknüpfen kann. Und vielleicht sieht sie besser aus, wenn es nicht so ganz zerknittert ist. Aber mal schauen. Dann, ich bin dieses Mal auch so ein bisschen in das Basic Game reingekommen. Eigentlich habe ich das jedes Mal, wenn ich irgendwo was bestelle. Ich finde das mega cool, wenn man so Basic Sachen hat, die man immer wieder kombinieren kann. Und deswegen mag ich es, so weiße Oberteile zu haben oder schwarze, die man einfach immer anziehen kann und immer kombinieren kann. Und ich finde zurzeit diese Farbe auch richtig schön. Also der Bulli, den liebe ich sowieso, den habe ich nur an. Der ist gerade frisch aus der Wäsche gekommen, deswegen habe ich den gleich angezogen. Aber eben, ich habe mir einmal so ein Basic Oberteil gekauft, so ein schwarzes. Das hat auch einen ganz angenehmen Stoff. Ich versuche den mal irgendwie raufzukriegen. Ja. Also der ist so gerippt und man müsste theoretischerweise gar keinen BH drunter anziehen, weil durch den Stoff sieht man da eigentlich fast nichts durch. Und ich finde einfach solche Oberteile mega, weil die kann man einfach immer anziehen, egal ob man jetzt drüber noch irgendwas anhat. Also ich stelle mir das so vor, dass ich einfach das hier mit einer High-Waist Jean oder Shorts und dann noch so ein Hemd drüber anhab oder eben das weiße Hemd. Und das sieht, glaube ich, ganz cute aus. Also das kann man immer anziehen. Dann kommen wir jetzt zu diesen Oberteilen hier. Und die habt ihr wahrscheinlich auch davor schon gesehen. Aber die finde ich einfach richtig schön. Ich finde auch, die haben eine gute Länge. Die verdecken auch den BH ganz gut. Ich habe so einen ganz normalen H&M Bralette an. Und die verdecken die eigentlich ganz gut. Und genau, die sitzen gut. Und vor allem auch zu solchen Hosen. Die kann man einfach immer anziehen. Man kann die zur Röcke anziehen. Und das gleiche habe ich mir dann auch noch in der gleichen Farbe, wie ich jetzt anhabe, gekauft. Das finde ich auch richtig cute. Und das habe ich auch schon angehabt. Also das hat auch dieses Ripped Material. Und ja, das finde ich einfach mega cute. Und darauf stehe ich gerade im Moment mega. Das ist das andere Oberteil. Das blaue ist genauso cute, sitzt mega gut und man kann einen ganz normalen BH drunter anziehen und ja. Dann habe ich mir einfach so ein basic weißes Oberteil gekauft, weil ich mir gedacht habe, man kann nie genug haben. Aber jetzt denke ich mir so, I don't know, ich finde es richtig cute, aber ich muss es anprobieren. Also das habe ich auch noch nicht angehabt, weil ich mir gedacht habe, also jetzt so vom Aussehen finde ich es, ist jetzt nicht so ganz was Besonderes, aber ich meine, das hätte ich mir auch denken können. Das hat auch so einen Ripped Material Stoff und den mag ich im Moment echt mega gern, weil der ist auch so stretchy. Das ist das Oberteil, das finde ich eigentlich ganz cute, sitzt auch ganz gut mit einem anderen BH, wäre es glaube ich noch schöner. Ich finde ganz schön, dass es hier auf der Seite solche Wellungen hat und hier unten auch. Also das ist so ein Basic Oberteil, was man eigentlich dann immer anziehen kann, finde ich eigentlich ganz cute. Dann habe ich mir noch was mega cooles gekauft, das habe ich auch schon verwendet und da habe ich auch ganz viele Nachrichten dazu bekommen, woher das ist. Und ich wollte es noch nicht sagen, weil ich wollte eben diesen Haul machen. Und zwar habe ich mir einen Picknickkorb bestellt, auch von Bull & Bear, also das ist jetzt alles von Bull & Bear. Und am Anfang war ich skeptisch, ob ich den behalten soll, weil irgendwie sah der irgendwie so richtig klein aus. Aber der hat hier drinnen noch so ein Sack und das ist so praktisch, man hat so viel Platz da drinnen, man kann den einfach zumachen und das ist auch richtig angenehm zum Tragen, also ich habe den jetzt auch voll oft zum Einkaufen verwendet, weil er eben so richtig, ich finde den so cute, also es ist eigentlich der perfekte Picknickkorb und einfach auch so der perfekte Sommerkorb und ja, deswegen bin ich richtig happy darüber. Und ich habe mir eine neue Brille gekauft, aber ich weiß nicht genau, ihr müsst sagen, wie ihr die findet. Also die ist halt eher so zum Fotos machen, denke ich mir. Ich werde die jetzt nicht so aufsetzen. Obwohl eigentlich, ich finde sie gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich so der Mensch dafür bin oder einfach so zum in die Haare haben. Ihr müsst mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt generell eure Meinung zu den ganzen Sachen in den Kommentaren schreiben und mir sagen, wie ihr die findet. Jetzt kommen wir zu Stradivarius. Und da habe ich mir, glaube ich, meine allerliebsten Teile gekauft, die ich
besitze und jemals besitzen werde. Und wie kann es anders sein? Es sind die absoluten Basic-Teile, aber ich finde, die sind so perfekt. Die sind so perfekt. Ich habe einmal das hier. Erstens wieder das Ripped Material. Aber die sind sowas von besonders, weil die haben einen Rückenausschnitt. Und das sieht so schön aus. Das sieht wirklich so mega nice aus. Das mit dem BH, da habe ich einfach solche Beds drunter. Ich zeige es euch dann, wenn ich das angezogen habe. Dann nehme ich einfach solche Beds vom Sport-BH und das hebt dann den ganzen Tag. Und da sieht man nichts durch. Nothing. Ich habe es jetzt extra geholt. Ich habe da einfach solche Pads drunter. Also die sind weder Klebe noch irgendwas. Das sind ganz normale Pads. Die habe ich jetzt von einem trägerlosen BH einfach rausgenommen, den ich nicht so oft anziehe. Und das hebt den ganzen Tag und da sieht man einfach gar nichts durch. So, und da seht ihr jetzt das Oberteil. Das ist hinten rückenfrei. Und ja, das finde ich echt richtig, richtig schön. Ich finde, das ist einfach mega angenehm zum Tragen. Sieht auch von hinten schön aus. Das ist irgendwie voll was Besonderes, finde ich. Ich habe das gleiche Oberteil nochmal in schwarz und da braucht man gar nicht mal so einen Pad, weil da sieht man einfach nichts durch. Das andere Oberteil, das weiß, ist ein bisschen durchsichtig. Also man sieht da schon die Nippel durch, aber mit dem Pad nicht. Das ist echt dann eine gute Alternative zu einem BH, weil das wäre irgendwie mega schade, wenn man dann noch ein BH sehen würde. Und genau, das Schwarze sieht genau gleich aus, rückenfrei. Und ich finde das perfekt. Ich finde die beiden perfekt. Ich werde die so oft anhaben. Ich weiß es jetzt schon. Dann habe ich mir noch einen richtig cuten Rock geholt. Das ist dieser hier. Und da habe ich mir auch gedacht, das wäre einfach so cute mit den beiden Oberteilen. Das ist nicht mal nur ein Rock. Das ist eine Rockhose. Also richtig praktisch. Und den kann man auch zuschnüren. Und ich finde die Farbe richtig cute. Das ist das Oberteil jetzt auch mit dem Rock zusammen. Und den Rock, ich mache mal das hier anders. Den Rock, den finde ich auch mega cute, auch von der Länge perfekt. Und eben hier drunter ist eine Hose, das heißt, da kann nichts passieren. Ich finde, das sieht fast besser mit dem schwarzen Oberteil aus. Wollte ich euch jetzt auch noch zeigen. Und so sieht das eben von hinten aus. Das finde ich auch richtig cool. Schön. Und hier sieht man eben gar nichts durch. Also bei dem Weiß ist es ein bisschen durchsichtig, aber hier sieht man null. Dann habe ich mir das erste Mal, es ist jetzt eine Premiere, straight Hosen gekauft. Also Hosen, die unten nicht zusammengehen. Ich habe sonst immer, mein ganzes Leben lang, entweder eben die Mom Jeans oder Skinny Jeans. Aber Hosen, die unten auseinandergehen, habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Und irgendwie finde ich es aber richtig schön bei anderen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Die Hosen sehen sehr lang aus, aber das ist auf jeden Fall die eine. Die geht eben unten auseinander. Das Material fühlt sich mal auch angenehm an. Ich versuche es hier zu zeigen. Und die haben oben hier so einen Bund. Ich bin echt sehr, sehr gespannt auf diese Teile. Das ist die Hose. Ihr seht jetzt irgendwie genau das oben. Ich zeige es euch mal. Ich glaube, so sieht man es. Die ist eben unten weiter. Und ich brauche unbedingt, Leute, ich brauche eure Meinung. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht oder nicht. Irgendwie, die Hose ist mega angenehm und irgendwie finde ich es auch ganz cool. Das ist immer was anderes. Aber ich habe das noch nie gehabt und ich weiß nicht, ob das nicht komisch aussieht bei mir. Aber ja, schreibt es bitte sehr gerne in die Kommentare. Also ich war mir eben unsicher, weil ich so eine Hose noch nie gehabt habe. Irgendwie ist die Farbe komisch. Deswegen habe ich mir die nochmal in einem anderen Material gekauft. Das ist auch, die ist auch, geht auch unten auseinander. Und die ist so mit einem Ripped Material. Genau. Das ist die andere schwarze Hose. Und ich stelle mich jetzt mal hier rauf. Ich finde die, also man sieht wahrscheinlich jetzt gar keinen Unterschied, aber ich finde, die sieht eher aus wie eine Legging, die mir zu groß ist und das gefällt mir nicht so ganz. Also ich stelle mich mal hier rauf. Ja, man kann es nicht so gut erkennen, aber ich weiß nicht, von hier oben sieht sie gut aus, aber ja. So, das war's mit dem Video. Ich habe jetzt gleich schon meine Brille aufgesessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und könnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Und ja, also ich weiß noch nicht genau, ich werde wahrscheinlich fast alles behalten. Bei der beigen Hose bin ich mir nicht sicher und bei der anderen schwarzen Hose, glaube ich, die werde ich auch zurückschicken.
Aber sonst finde ich, es war richtig ein erfolgreicher Haul. Und mein Lieblingsteil sind auf jeden Fall die beiden Oberteile und der Rock. Ich finde den mega, mega schön. Und die grüne kurze Hose. Und die Sonnenbrille finde ich irgendwie mittlerweile auch richtig cool. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn du mich noch nicht abonniert hast, dass du mich abonnierst. Und dann würde ich sagen, schaut auch gerne bei meinem Instagram vorbei und auch bei meinem Etsy-Shop. Da gibt es Planner, Tagebücher, Karteikarten, digitale. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal beim nächsten Video. Bye!